So Leute, und damit darf ich euch wieder recht herzlich zu einer weiteren neuen Let's Play Runde begrüßen mit mir. Natürlich den Hubi auf Jurassic World Evolution. Wir sind ja auf Isla Pena immer noch und lösen jetzt die letzte Mission. Hier gibt es unser Charlie und Max, unser Carnotaurus. Ja, die bestehen sie eigentlich zurzeit echt gut. Entweder fighten die erst gar nicht oder naja, so. Hier sind die, der Metriacanthosaurus und die Deinonychusse. Die verstehen sich eigentlich recht gut. Okay, ich habe hier nur einen kleinen Pfeil drin. Hier ist eine Pflanzenfresser. Das braucht man nicht, genau. Hier ist auch Fleisch, eine Ziege und eine Pflanzenfresser. Ich würde mal sagen, die sind ja leider keine sozialen Tiere. Und wir haben hier echt wenig Platz. Ich würde es vorschlagen, die Gallis... Die sind ja super sozial. Pass mal, können wir die jetzt anklicken? Als würden sie so die Ziege fangen. So, dann würde ich sagen, Galli 1, 2, Galli 3 und wollen wir noch einen? Na? Oh! Nein! Okay. Oh, Max ist angeschlagen. 63. Die haben mal zwei. Die sind all zwei schon gut angeschlagen. 27. Oh. Jetzt wird's echt interessant, Leute. Wer jetzt angreift, gewinnt endlich. Ich sag's ja mal so: den Carnotaurus, also. Ich würde eigentlich auch sagen, okay, wir ballern noch einen raus, wenn der T-Rex es sollte es nicht schaffen. Ich finde als zwei recht cool. Der, ich finde den richtig geil. Wenn man zurück bei Dino Crisis 2, da war ja beim der riesige Dino auch erst so ein Carnotaurus. Okay. Ja, 1% und er gewinnt. Bekommt natürlich jetzt die Hälfte zu, das sind 205 Punkte. Ja, okay, Leute, hey, der hat 600 Punkte auf jeden Fall. Und jetzt müsste er 618 Punkte haben, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Genau. Leute, ey. Was mich halt eigentlich wundert, wo steht denn das? Hier 1 bis 2. Und wir können auf jeden Fall noch probieren, noch einen reinpacken. Soziale Gruppe. Unterschiedliche Spiel. Und jetzt erstmal schlafen. Also hier steht soziale Gruppe 1 bis 2. Wir könnten ja mal einen reinpacken, okay? Der T-Rex kommt jetzt hier raus. Lasst uns das mal machen, Leute. Erfolgsrate ist hier drinnen. Wir können mal gucken, wo haben wir denn? Carnotaurus. Na, na, wo ist er, unser Kari? Hier ist er. Wie gesagt, ich müsste noch ein bisschen höher modifizieren. Aber wir ballern den mal raus. Wir machen mal ein bisschen anderes Genom rein. Wir haben zurzeit Steppenmuster drin. Wald, Tundra. Ich würde mal sagen, Waldmuster einfach mal, da können wir ein bisschen einen Unterschied haben. Den ballen wir jetzt durch. Dann haben wir mal von denen jetzt zwei Stücke drinnen. Ich glaube, das sind, müssten, okay, bis auf ein. Warte, Aufgabe hinzufügen. Genau, den brauchen wir hier noch. Und die anderen, wie gesagt, die betäuben wir jetzt auch. Aber ich werde die, na gut, wir können sie mal, warte mal, wir können sie ja hier drin lassen. So. Die packen wir jetzt hier oben rauf. Ich würde sagen, ich booste in der Zwischenzeit die Mission rauf. Die Wirtschaftsmission, weil das ist jetzt doch ein bisschen unspektakulär. Na. Und dann, Leute, sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Ah, ich finde das richtig cool, das Pflanzenfressergehege. Hallo? Danke. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch den hier. Den packen wir auch noch schön dazu. Auch hinterher. Und wie gesagt, dann sehen wir uns gleich wieder. Zwischenzeitlich kann ich ein bisschen... Was ist das? Ist das ein Galli? Ja, das ist ein Galli. Okay. Ah, das kann bloß der Carnotaurus sein. Ist ein bisschen ärgerlich, dass es der jetzt nicht gepackt hat. Aber okay. Passiert auf jeden Fall. Und die anderen lassen wir jetzt einfach mal unten drin. Ja, war mir klar, dass es der fast nicht packt. Was hat er denn für eine Lebensfähigkeit?
2% haben wir 62%. Ich prüfe mir noch mal einmal, können wir es noch probieren. Wie gesagt, ich bin halt ein bisschen gespannt. Also der ist ja eigentlich so zufrieden hier. Ob der jetzt wirklich sich mir noch einen verträgt. Wie gesagt, wenn die jetzt kämpfen und einem würde eher sterben, würde er auch die halben Punkte kriegen. Also es ist jetzt kein Beinbruch. Also wie gesagt, ich mache das jetzt. Die gehen nach oben. Und ich baller die Wirtschaftsmission hoch, bis wir die Hauptmission machen können. Okay, erreichen Sie eine Gesamtbesucherzahl von mindestens 1000 Leuten. Das ist unsere Anlagen auch entwickeln, oder? Ich denke, dazu lässt sich nur ein Ja sagen. Und Sie wollen bestimmt dabei sein. Also noch ein Ja von Ihnen. Stimmt's? Unsere Mission hier ist, den Park zu erneuern, aufregender zu gestalten. Das gewisse Extra. Oder in unserem Fall, das gewisse Rextra. Komm, ist doch cool, oder? Okay, Leute, jetzt wollen die wirklich, dass ich einen T-Rex wieder ausbrüte. Also probieren wir was Neues. Wir brauchen mehr Warmblüter, die durch Drehkreuze gehen. Und was immer wir dafür tun müssen, tun wir. Alles zum Guten verändern, stimmt's? Also, der T-Rex war ja hier gerade noch so zufrieden. Isaac ein Chaos. Also, das könnte interessant werden. Jede Show braucht einen Star. Und unserer ist definitiv eine Diva. Dieser T-Rex, den ich vorhin erwähnte. Wie wäre es mit noch einem weiteren? So werden Stars geboren. Und sehen Sie zu, dass unsere Gäste einen Platz in der ersten Reihe bekommen. Ein T-Rex wird immer die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber ich muss Sie wohl nicht warnen, wie gefährlich er sein kann. Es gab nie ein besseres Alpha-Raubtier. Okay, neues vollständiges genommen. Wald, Gras und okay, die sind eigentlich gerade so zufrieden, oder? Da ist eine Ziege, eine Tote, die verfault aber, beziehungsweise geht dann weg wieder. Der ist eigentlich auch. Ich würde mal testen, den Carcharodontosaurus, wo haben wir den? Den da darüber zu packen. Ob sich der hier wohlfühlt. Weil wenn nicht, muss ich halt das Gehege das wegreißen. Also ich würde halt die kleinen Fratzen wieder nicht angreifen, aber den Majungosaurus und den wieder leider angreifen. Aber Leute, dann ist es so. Weil ich muss mir hier noch einen T-Rex praktisch reinballern. Und der wird nur hier reinpassen. Ja, denn der eine ist jetzt schon zweimal gestorben. Ich habe es jetzt mal so gemacht. Also die werden dann auch leider sterben. Gegen die kann er ja kämpfen, aber er kriegt ja hier ein paar Punkte. Das werde ich machen. Weil ich kann jetzt nicht gefühlt 1000 Dinos machen. Das habe ich dieser Zwischenzeit deaktiviert. Das können wir wieder aktivieren jetzt. Da kommt da wieder der Charlie rüber. Ich hoffe, der Platz reicht. Wir haben halt wirklich nicht so viel Platz. Warte mal, der Schatten ist jetzt nicht ganz so prickelnd aus. Oder warte mal. Okay, es funktioniert nicht, weil der Stromleitung wahrscheinlich ist. Ja, dann müssen wir es hier ein bisschen abflachen. So. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich... Also der wird natürlich die alle angreifen, aber dann kriegt er halt die Punkte. Dann ist es halt so. Okay, den pumpen wir jetzt hier rein. Ich hoffe, der fühlt sich hier wohl. Das ist halt doch etwas kleiner. Aber wenn man die Wertebeine anguckt, er könnte ja ruhig ein kleines bisschen... nein, das mache ich jetzt nicht. Ich will bloß, mir wird Unterhaltung hochballen. Ihr seht uns vorher noch ein paar Punkte. Nehmen Sie den Auftrag an. Das schaffen wir auf jeden Fall, denke ich mal. Also, wir müssen jetzt ein Pflanzenfresser-Fossil finden. Okay, jetzt haben wir den auch schon auf 100%. Das ist sehr gut. Das weg. Nodosaurus machen wir jetzt. Also, wie gesagt, ich will halt immer erst die jetzt auf 100% ballern. Die wir auf jeden Fall bald haben. Ein großes Pflanzenfresser-Fossil. Ja, das können wir natürlich auch machen. Also wir können jetzt, würde ich sagen, wieder den Deinonychus haben wir jetzt. Den Nodo. Wir können ja auch hier machen Kamara und Brachio. Weil das sind halt die zwei auch komplett voll. Ich denke mal, die fühlen sich hier alle wohl. Ich hoffe es zumindest. Also wenn nicht, gibt es ja nicht Benachrichtigung. Und Leute, ihr habt ja gesagt, beziehungsweise habe ich das selber gesehen, wir können die selber fahren. Also weiter, ja, wir können hier, also die Sichtbarkeit.
Ja. Anscheinend kann man die selber fahren, oder wie ich das mal getestet habe. Gyrosphäre fahren. Ja, genau. Ich kann die aber nicht selber steuern. Ich habe keine Ahnung warum. Also wir können jetzt nur sagen, ich fahre mit. Ich find, das können wir nächstes Mal machen. Ich würde sagen, das machen wir so am Schluss. Dann machen wir eine Runde durch. Gästeanlagen. Wie sieht es mit denen hier aus? Ist der eigentlich zufrieden? Grasland ist no, nicht gut. Okay, wir müssen hier ein kleines bisschen Grasland entfernen. Also ein bisschen Büsche. Er will ein bisschen mehr Grasland haben. Ich hoffe, ja, das ist so wirklich an der Grenze, Leute. Also er ist gerade so zufrieden. Ja, wie gesagt, die drei werden jetzt leider sterben, aber okay. Ich bin zufrieden, wenn Max hier zufrieden ist. Ich finde den echt cool. Also, man sieht ihn halt etwas schlechter. Aber ich habe das Spiel schon ein bisschen höller gemacht. Ich hoffe, das sieht man auch. Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Genau, der müsste sich zufrieden sein. Wie gesagt, die müssten auch zufrieden sein. Und der vertraut sich natürlich auch gut mit denen. Also drin lass mich auf jeden Fall hin. Haben wir denn nicht schon mal einen Namen gegeben? War das nicht John? Oder ist... Ich glaube, der ist ja leider gestorben. Aber okay. Okay, wenn sie sich vertragen, geht's. Ich glaube aber nicht, der wird sich wahrscheinlich früher oder später angreifen. Also, Gästeanlagen. Ja, wir können das natürlich easy machen. Wir müssen hier einfach die Preise etwas erhöhen. So. Sie sind meine Nummer 1. Fossilfunde, das ist schon mal okay. Das haben wir jetzt auch. Sumpf, aus dem veränderte Gene. Finde ich richtig cool. Und Leute, wir machen jetzt gleich den T-Rex, dann werde ich modifizieren, dass wir den rausballern. Und dann können wir ja bald schon auf die nächste Insel. Wie gesagt, es sind eigentlich jetzt okay, wenn ich jetzt die zwei suche. Jetzt machen wir halt einfach den Nodosaurus, würde ich sagen. Nehmen wir einfach mal so, dass die Dinos mal auch ihre 100% erreichen. So, wie gesagt, wir müssen jetzt mal kurz gucken. Hier ist er wieder krank. Bevor sich die Krankheit wieder ausbreitet. Und der ist hier krank. Auffüllen müssen wir hier nichts, oder? Doch, wir können hier noch ein Ranger-Team gleich. Wie gesagt, die Ranger-Symbole sind ja eigentlich dafür da. Die muss man bald auffüllen. Ja, wenn er hier runterfahren, dann soll er gleich dessen Zickzack-Muster erledigen. Ja, wie jetzt? Greift er die gar nicht an? Also wenn er die nicht angreift, okay, da habe ich jetzt das ein bisschen zu früh abgerissen, dann lassen wir die hier drin. Verbaut, verbaut, verbaut. Wie gesagt, dann bauen wir es ein bisschen aufs am Rand her. Seid ihr eigentlich noch zufrieden vom Bestand? Ja, okay, also wenn er zufrieden ist. Wie gesagt, der hat halt jetzt 618 Punkte, der ist schon krass, Leute. Die Einnahmen haben wir gleich auch erfüllt. Wir müssen noch einmal irgendwas ändern kurz und dann haben wir auch das erreicht. 1 Euro mehr und hier 1 Euro mehr. Und dann, Leute, dann haben wir das auch. Fotografieren Sie einen Dinosaurier, der trinkt. Okay, wir haben unten alle Aufträge abgehackt. Ist okay soweit. Berühmt sein will, muss auch Erfolg haben. Und woran misst man Erfolg? So, dann werde ich den T-Rex jetzt so behandeln, bis, dass er eine 300 Bewertung hat. Ich denke mal, das müsste eigentlich sehr, sehr schnell gehen. Wo haben wir den jetzt? Der müsste ich, glaube ich, auch noch auf 100%. Ja, auf 78 haben wir den erstmal. Ach, der hat eine hohe Bewertung von 389. Wir könnten auch mal ein neues Gen reinballern. Alpin Tundra. Machen wir mal Steppmuster, wie das dann ausschaut. Und dann ballern wir ihn durch. Er hat eine Lebensfähigkeit von 82%, also eine sehr, sehr gute. Also wie gesagt, wenn er sich verträgt mit denen, wieso nicht? Wenn ja so viele Ziegen sind und alles und er vertragt sich, wie gesagt, dann lassen wir die hier drin. Klar, die leben jetzt zwar ein bisschen in der Angst, aber die haben jetzt so eine, ihr seht selber nicht, so eine geringe Kapazität praktisch. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Wie gesagt, ich warte jetzt kurz, bis der ausgebildet ist, Leute, und dann geht's weiter. So Leute, und jetzt haben wir es endlich mal. Bin mal gespannt, wie der T-Rex jetzt ausschaut. Müsste noch ein anderes Muster haben. Oh, das Braun-Schwarze, der sieht auch gut aus. Los, brüll dich aus!
Da, ich feiere ihn eigentlich so irgendwie so derbe. So geil. Okay. Okay, also der muss jetzt 5 Minuten drin sein. Wahrscheinlich wird der immer wieder unruhig. Kann ich mir vorstellen. Aber ich finde den auch cool, den Karkadontosaurus. Also der ist mein absoluter Liebling in der Zwischenzeit. Vor allem die geht es eigentlich immer noch gut da drin. Aber übertreiben Sie nicht. Die Protokolle sind doch eher Richtlinien, oder? Das Wichtigste ist die Show für unsere Gäste. Wegen ihr kommen sie zu uns. T-Rex, hautnah, unser Star brüllt. Das Publikum brüllt mit. Denken Sie nur an die Möglichkeiten. Den machen wir mal auf 100%, hätte ich Bock. Was ist hier noch? Carno, stimmt denn? Giga. Leute, wir haben echt was zu machen. Ich wäre echt fast dafür. Den machen wir noch auf 100% und Carno, also ein Karkadontosaurus, die zwei hätte ich Bock, dass ich die wieder mache. Und dann nächstes Mal gehen wir wirklich auf Carno und Giga. Okay, jetzt kommt Sturmmann und wir machen hier alles. Ready to go. Ja, wahrscheinlich wird er jetzt unruhig sein, oder? Ja, wahrscheinlich unruhig, Geborgenheit geht runter. Also, wir können gleich den Helikopter, glaube ich, holen. Oh, es kommt ein Tornado. Er geht ins Pflanzenfresser-Gehege. Oh mein Gott, nein. Es sind so viele Dinos hier drin zurzeit. No way. Bitte nicht. Kloppt er schon dagegen? Nein. Ja, er klappt schon dagegen. Das ist eigentlich gut, der Helikopter ist hier unterwegs. Wie geht's eigentlich den Karkadontosaurus, unser Max? Der ist zufrieden, als würde ich der Sturm. Den will ich auf 100%. Ich würde den echt gerne richtig mitnehmen. Okay, das dauert noch kurz. Die betäuben ihn aber schon. Das einzige, Leute, was ich noch schnell machen würde heute, das können wir noch schnell aktivieren. Und zwar haben wir hier bei Gebäude-Upgrades hier das fünfte, also das dritte Grabungsteam. Da hätte ich noch Bock drauf. Da würde das eigentlich echt sehr viel schneller gehen. Okay. Ranger-Team. Auf geht's. Die müssten die betäubt haben, oder? Ja. Also den schmeißen wir aber gleich wieder rein, sobald, wie gesagt, das jetzt beendet ist. Okay, die brechen jetzt wahrscheinlich aus, oder? Hey, ich kapiere die Logik nicht. Weißt du, ich habe ihnen den Auftrag gegeben. Hallo? Ach, weil sie erst umkehren müssen, oder? Die sind noch um Umherstreifen. Also ihnen geht's echt gut. Die wollen nicht unbedingt nach draußen. Ich warte jetzt eigentlich bloß, bis die nächste Aufgabe ist, dann können wir ihn gleich weiterschicken, weil... Ja, okay, weil der ist ja eh schon unterwegs. Danke. Ja, okay. Jetzt hast du natürlich dir selber ein Eigentor geschossen, oder? Ja, du kommst jetzt nicht mal runter. Kommst du jetzt wieder raus, oder nicht? Bin ich mal gespannt, ob der irgendwie runterkommt. Vielleicht schafft das irgendwie. Dinosaurierbedrohung. Wieso? Okay, hier. Ich denke mal, das machen wir ganz schnell selber, bevor wir hier Dinos rauskommen. Jetzt aber Vollgas. Komm, Leute. So. Jetzt schaut das schon wieder gut aus. Kommt der? Alles klar, er ist ja doch wieder durchgekommen. Irgendwas ist noch kaputt. Hier können wir auffüllen. Das Ranger-Gebäude. Und ansonsten sagt er eigentlich nichts mehr. Hallo? Ach, der ist draußen! Max! Okay, da kann aber nicht viel passieren. Nein, 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 nein! Alles klar! Hallo? Was habt ihr denn alle für ein Problem jetzt? Warte, der macht ja ihn Zaum. Ja, okay, das hilft am nichts. Da müssen wir Aufgabe hinzufügen. Helikopter, wieso?
Okay, danke, jetzt funktioniert's. Also, zweimal. Wenn die drin bleiben, wird's funktionieren, Leute. Ich kann's ja mal selber machen. Fahrzeug lenken. Vielleicht kommen dann die anderen gar nicht mehr raus. Okay. Hey, ihr rennt doch wieder rein. Hey, geil. Ja, okay, der hätte ihn jetzt gar nicht betäuben brauchen. Ey, Max, du bist ja richtig anständig, Alter. Ich feiere dich gerade. Aber wir müssen natürlich jetzt betäuben. Der muss betäubt werden. Wo ist noch einer? Zwei. Hallo, hörst du bitte jetzt auf, gegen den Zaun zu hauen? Den betäuben sie schon. Den T-Rex können wir wieder packen und wieder hinsetzen, damit wir die Aufgabe fertig haben, okay. Wie gesagt, es war halt echt gut wegen den praktisch wegen den, alles klar, der hat den einfach nochmal richtig zusammen. So, dann können wir natürlich den schon wieder packen. Weißt du, wir haben ja die hier unruhig. Ich weiß noch, das Einzige, was vielleicht interessant wäre. Wo ist der jetzt? Achso, die fliegen den bloß wieder rum. So. Das Einzige, was interessant wäre, der. Okay, aber der verträgt sich ja jetzt eigentlich recht gut. Ich würde ja die fast schon sagen, die lassen zusammen, aber ich will jetzt nicht den irgendwie umbringen. Habt ihr den jetzt immer noch betäubt, den kleinen Fratzen? Kommt, holt ihn euch. In der Zwischenzeit schaue ich auf Expeditionen, dass wir das ein bisschen vorwärts bringen. Oh Leute, na bringen wir den echt noch hoch. Das feier ich. Wie gesagt, das wäre noch interessant, das könnte man noch ganz schnell mit reinpacken. Giga will ich jetzt mal nicht machen. Also wie gesagt, den Soho Mimos. Den müssen wir, also den würde ich nächstes Mal mit euch machen, da habe ich wirklich Bock. Vor mir haben wir jetzt die große Insel, also da will ich wirklich ruhig was durchballern, was ein bisschen geht. Aber wir haben hier zurzeit eh so viele Dinos. Oder wir ballern den hier noch rein. Das wäre auch interessant. Wäre wirklich interessant. Bist du jetzt bitte durstig? Ja, dann musst du was trinken. Also du hast ja gar keinen Namen mehr. Das ist, du bist Charlie 2. Genau. Charlie ist doch ein bisschen anständig. So, das müsste jetzt okay sein. Wir lassen die Leute wieder raus. Den Soho Mimos, wie gesagt, den lassen wir nächste Runde raus. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe jetzt nicht Bock drauf. Also den würde ich nochmal gerne rausballern. Ich finde den nice. Guck mal, wie geil der ausschaut. Also, ja, das mit dem Helikopter, das ist ja nicht ganz... lol, pass mal auf. Wenn wir jetzt da hier reingehen. Geil. Wie das ausschaut. Au, der sieht doch echt böse aus. Ey, lol, wenn du hier stehst, Alter, dann musst du voll Angst haben. Hey, das gibt's nicht. Leute, guck mal in der Sonne. Geil. Geil, ich feier das. Na? Hm? Ja, geil, das ist interessant für dich. Du schnüffelst auf jeden Fall was. Ei, geil, ich finde das richtig cool. Noch 1 Minute und 20 und dann haben wir es schon geschafft. Okay. Wie gesagt, du greifst mir wieder den Zaun an, das müssen wir reparieren. Das können wir dann noch gleich auffüllen. Schutzraum. Okay, haben wir leider nicht. Wenn wir hier 5 Sterne bekommen, bekommen wir hier was Besonderes? Ach, hier haben wir schon. Wir haben hier anscheinend schon 5 Sterne mal gehabt. So. Hörst du wieder auf? Okay, dann löschen wir die auf den Auftrag wieder. Wie gesagt, ich baller jetzt noch so viel Fossilien durch, wie es geht. Wenn nicht, muss ich halt davor auf den anderen Inseln mal einen Cut reinhauen. Wie gesagt, das ist halt doch immer interessant. Aber den Kamara, den Giga... Ach, mein... den Kalkodontosaurus, den hätte ich schon sehr gerne mehr auf 100% noch schnell. Den machen wir... Also, es ist mir auch ein fetter Langhals, der hätte ich Bock drauf. Den Suche, wo ist das zweite Tier? Das ist vor allem, es geht ja recht schnell, einfach mit denen irgendwie hochzuballern. Was soll das repariert? Okay. Und in 15 Sekunden haben wir das soweit erledigt. Okay. 7, 6 und dann haben wir die Mission eigentlich soweit erledigt.
Und wir haben es erledigt, Leute. Die vierte Wirtschaftsmission, das ist die. Wie heißt das? Unterhaltungsmission, ja, genau. Holen Sie aus der Vergangenheit zurück. Weil wir zeigen sie der Welt. Richtig gut. Guter Job. Höllisch guter Job. Nein. Die Anziehungskraft des T-Rex. Ich verstehe das schon. Aber wenn Ihre Show einmal schief geht, dann. Naja, Sie wissen, was dann passiert. Zweifeln Sie dran? Fragen Sie mal Ihren Freund Dr. Malcolm. So Leute, ich würde jetzt sagen, ich kann das ja auch schnell selber machen. Das mache ich offline, weil wo haben wir jetzt hier bei der Isla Muerta? Hier brauche ich 5 Sterne. Ihr seht, er fehlt ein halber Stern. Das sind wahrscheinlich 3-4 Gebäude. Und dann habe ich das eigentlich easy. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder auf Isla Sorna, der letzten Insel. Aber ich muss sagen, selbst diese Insel haben wir eigentlich recht gut gemeistert. Sieht recht super aus. Und wenn wir jetzt hier auf die Statistiken gehen, die sind eigentlich soweit sehr zufrieden. Okay, sag mal so, Transport könnte besser sein. Wir könnten halt hier noch was reinbauen. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Kommt, das könnte man nochmal machen. Das bauen wir noch schnell rein. Weil wir haben ja hier Platz. Bauen wir es ein bisschen so hin. So. Und dann müsste auch das passen. Wie gesagt, wir haben ja hier schon unsere 5 Sterne. Wir machen hier auch einen runden Bogen, genau. Und dann denke ich mal, stimmt, wir wollten noch ganz kurz mit der Kugel fahren. Da hätte ich noch Bock drauf. Alles klar, guck mal, wie viele Fossile wir schon haben hier. Oh, wir haben den schon fast auf 100%. Ich denke mal, das könnte schon fast reichen. Ich schicke die Jungs gleich nochmal los. Ein Team können wir gleich losschicken. Die sind noch hier. Ich denke mal, da kann es dann schon echt reichen dafür. Wie gesagt, da packen wir nochmal kurz rein. Das mit der Kugel, ich würde mal sagen, das machen wir auch nächstes Mal. Wie gesagt, ich kann sie halt nicht selber steuern. Keine Ahnung wieso, Leute. Hätte ich schon ein bisschen gefeiert. Aber ich würde mal sagen, das machen wir auf jeden Fall noch bei einer Insel, wenn es Tag ist. Hätte ich richtig Bock drauf. So, jetzt gucken wir nochmal kurz auf Fortbewegung. 83%. Das ist richtig gut. Ja, klar, das Hotel ist jetzt ein bisschen hier hinten. Aber ich sag's mal so, es müsste auf jeden Fall gehen. Wir könnten höchstens hier eins machen. Das machen wir noch zum Abschluss. Hier ein paar Bäume rein. Genau. Und hier noch ein bisschen Wald wieder. Einfach also, ich finde das halt ein bisschen immer so trostlos, wenn hier gar nichts an Grünland mehr ist. Ich hoffe, es ist jetzt wieder nicht ein Stau hier mir entstanden. Mal nicht. Okay, es funktioniert eigentlich soweit. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst euch mal gerne einen Kommentar und ein Like da. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder auf der neuen Insel dann schon. Also wie gesagt, bis dahin, peace out. Euer Masterpiece. Ciao, ciao, Leute.